Servus Freunde und ja, guten Morgen. Wir haben es 13 Uhr. Ich bin gerade erst aufgestanden. Ich hatte nämlich Nachtschicht und jetzt habe ich auch endlich Wochenende. Ja, heute fahren wir eine richtig geile Tour, nämlich zum Enzinger Boden. Da sind wir schon mal hingefahren, aber jetzt ist es ein bisschen weiter, weil wir umgezogen sind. Sind so rund 80 Kilometer hin und zurück und süße 900 Höhenmeter maximal. Ja. Auf jeden Fall klären wir heute mal ein paar Fragen zwecks Abfahrten, Kurvenfahren, weil ich glaube, da gehört ein bisschen was erklärt. Ich werde halt auch immer mal kritisiert, ja, aber kann ich natürlich verstehen, weil jetzt war erst ein Bekannter da, mit dem war ich Radfahren, Grüße gehen raus, ja. Er kommt aus dem Norden von Hamburg und ja, da bin ich ein bisschen schneller eine Abfahrt gefahren, also jetzt wirklich nicht schnell. Und da habe ich gemerkt, krass eigentlich, wie ich drauf bin, wenn ich nicht mal schnell fahre, aber ich bin es halt gewöhnt, ne? Ich fahre hier halt und deswegen klären wir heute mal was, auf was es ankommt. Ja, ich nehme euch ein bisschen mit. Die Abfahrt heute wird aber anders wird, weil das ist eine ziemlich gefährliche Straße, die dort ist, wo wir hinfahren. In der Woche halt gut besucht von LKWs, weil dort ein Wasserkraftwerk gebaut wird, befindet sich in den Hohen Tauern direkt drin. Ja, wie gesagt, 40 Kilometer haben wir eine Anfahrt und ich freue mich drauf. Mehr dazu sage ich jetzt dann gleich während des Fahrens. Die ersten 13 Kilometer geschafft. Willkommen in Müttersee. Ja, wenn sich jemand fragt, wo wir gestartet sind, das ist Bramberg am Wildkogel in Pinzgau. Ja, wir fahren Richtung Zell am See, biegen aber in Otendorf Richtung Enzinger Boden Weißensee ab, fahren sozusagen in das Stubachtal. Straßenverhältnisse nicht ganz so geil. Also ich war da das letzte Mal vor einem Jahr und bis vor 2 Jahren bin ich da immer mal mit einem LKW reingefahren. Ich war nämlich in der Müllentsorgung tätig, habe da so Absetzcontainer gefahren und da bin ich oft hochgefahren, weil das so ein Kraftwerksbau ist und ja, da habe ich die Container getauscht. Freunde, wir stehen jetzt am Taleingang. Wir müssen genau da rein. Da beginnen jetzt auch die Hohen Tauern, der größte Nationalpark in den Alpen. Ja, wir fahren bis auf 1465 Meter hoch. Ich war da letztes Jahr am 25. Oktober mal. Ich blende jetzt mal ein Bild ein. Ja, das war ein richtig blödes Wetter da oben. Habe ich aber auch ein Video zu verfilmt. Das verlinke ich jetzt. Auf jeden Fall beginnt es auch gleich die Steigung. Jetzt geht es noch ein bisschen gerade rein und die Steigung beginnt, ja, weiß nicht, in 2-3 Kilometern. Das wird heftig, weil wir müssen jetzt rund 14 Kilometer bergauf fahren. Da weißt du, was du gemacht hast. Die Straße, wie gesagt, ich habe sie ganz schlecht in Erinnerung, wird auch so bleiben oder sein noch. Die Straße wird, glaube ich, erst gemacht, wenn die ganzen Bauarbeiten da oben abgeschlossen sind. Weil wenn du die Straße jetzt machst und die LKWs drüber donnern und das wirklich viele, die da hochfahren in der Woche, jetzt haben wir zum Glück Samstag, ja, die Straße wird nicht besser. Ne? Also, wie gesagt, die Straße zu machen, wenn die Baustelle abgeschlossen ist, ist besser. Also ich muss sagen, teilweise haben sie den Asphalt wirklich schön erneuert, ne? Jetzt bin ich mal gespannt auf die Serpentinen da oben, weil wir haben einige vor uns. Deswegen ja der Titel des Videos, ne? Ja, da kann ich nämlich ein bisschen was erklären und zeigen. Ein bisschen haben sie hier den Asphalt
erneuert. Wie gesagt, gleich sind wir in der Schneiderau und dann geht's auf das harte Stück unserer Reise. Freunde, die ersten Serpentinen habe ich geschafft. Jetzt geht's so ganz moderat bergauf. Wir sind auf 1170 Meter über Meeresspiegel. Krass. Jetzt beginnt der letzte harte Anstieg. Wenn ich richtig gezählt habe, sind es ungefähr 5 Kehren, die wir jetzt vor uns haben. Da sieht man es auch, da müssen wir hoch. Ich hoffe, heute kommt kein Gewitter. Also angesagt ist es nicht, aber hier in den Alpen weiß man nie. Aber das wird schon, hoffe ich. Ich freue mich jetzt auf die letzten paar Kehren. Es sind noch einige Höhenmeter. Dann haben wir es. Und dann geht es auf diese richtig, richtig geile Abfahrt. Ich hoffe, dass sie gut wird. Und dann behandeln wir mal das Thema Abfahrten, Kurvenfahren. Wie gesagt, ich wohne hier. Ich fahre richtig, richtig, richtig oft solche Abfahrten. Also ich würde schon behaupten, dass ich mich jetzt nach über einem Jahr Rennradfahren doch schon gut auskennen, was Abfahren angeht. Und deswegen schauen wir uns das dann mal an. Wir befinden uns übrigens auf 1302 Meter und genießen jetzt so ein bisschen den Ausblick über das Tal, wo wir hochgefahren sind. Und den Ausblick haben wir nicht lange, weil jetzt kommen wieder Bäume. Aber das bedeutet, es wird hoffentlich wieder etwas kühler. Insgesamt sind wir jetzt bei Kehre Nummer 7. Wie gesagt, heute fahren wir hier schön die Abfahrt. Es wird aber jetzt nicht so krass schnell werden, weil der Asphalt hier nicht so toll ist. Aber im Prinzip kann ich euch, glaube ich, schon ein paar Tipps mitgeben. Irgendwie gefällt mir das Bergauffahren jetzt mittlerweile schon ziemlich gut, im Gegensatz zu vor einem Jahr. Nette 17, 18, jetzt 19,4% Steigung. Geil. Dass mir das mal so sehr gefällt, hätte ich nie gedacht. Ja, das ist halt der Fortschritt, den man in einem Jahr macht. Da hinten schaut es überhaupt nicht gut aus. Ziemlich dunkel. Ich hoffe, nur kein Gewitter. Regen ist mir echt total Latte. Aber Gewitter muss nicht sein. Wer zählen kann, ist klar ein Vorteil. Es waren auf jeden Fall jetzt noch mal mehr als 5 oder 6 Kehren. 2 haben wir noch vor uns. Ich hab's geschafft. So gut war das letztes Jahr nicht. Okay, da war echt bescheidenes Wetter. Kalt, regnerig. Heute 31 Grad maximal. Wir sind am Enzinger Boden. Da geht's noch weiter. Da ist so eine Seilbahn. Die ist aus dem Mittelalter. Wenn man sich die so anschaut, so schaut sie zumindest aus. So alt. Aber historisch. Und irgendwie hat es auch seinen Charme, ne? Wir fahren jetzt noch ein Stück hinter, dann seht ihr so, vielleicht seht ihr den Tunnel, wo es reingeht. Da fahren die Kollegen mit dem LKW rein, fahren den Berg hoch sozusagen durch so einen Tunnel
Und ja, oben ist halt der Kraftwerksbau. Ja, das wird gebaut von der Firma Zwitelski, keine Werbung, ich sag's ja nur. Und im Auftrag der ÖBB, Österreichische Bundesbahn. Ja, von hier aus wären, glaube ich zumindest, habe ich schon mal gehört, ich schreibe es jetzt unten rein, ob es so ist oder nicht, von hier wird ein Teil der Österreichischen Bundesbahn gespeist. Von hier kommt sozusagen ein großer Teil des Stroms. Ja, da zieht so ein bisschen was auf. Weiß nicht, ob ihr es seht. Gefährlich. Da schaut es ganz gut aus. Also die Abfahrt wird ganz okay. Ja, ich melde mich da nochmal da hinten und dann geht's auf die Abfahrt. Da werde ich ein bisschen im Voice-Over quatschen. Dann kriegt ihr mal so ein paar Tipps von mir. Ich glaube oder ich hoffe, ihr könnt da ein paar Tipps annehmen und umsetzen, wenn ihr vielleicht das nächste Mal hier seid oder so. Hier sind Häuser, so Ferienhäuser. Alter, hier wohnt so richtig am Arsch der Welt, ne? Muss man echt mal sagen. Ja, hier kommt jetzt rechts die Baustelle. Und ja, also ich weiß ja nicht, ob es jemanden interessiert. Sowas, so Tunnelbau und Kraftwerksbau. Auf jeden Fall habt ihr das dann auch mal gesehen. Das, genau genommen ist das ein Pumpspeicherkraftwerk. Stand jetzt auch auf dem Plakat nochmal. Ja. Ah, da fährt sogar die historische Bahn, sage ich mal. Das ist hier das Skigebiet Weißensee. Weiter geht's nicht. Nur noch mit der Bahn. Da oben, da sieht man jetzt den Tunnel. Habt ihr einen gesehen? Da geht's hoch. Krass, ich war hier hinten war ich seit 2 Jahren nicht mehr. Vorne an dem Schild Enzinger Boden war ich das letzte Mal vor 1 Jahr. Ein bisschen was hat sich hier schon geändert. Da ist viel los auf dem Parkplatz von der Weißenseebahn. Wahnsinn. Ja, jetzt geht's auf die Abfahrt. Ich spreche jetzt im Voice-Over und genieße es. Herzlichen Dank, dass ihr bis hierher geschaut habt. Ja, für viele von euch ist so eine Abfahrt wahrscheinlich echt nicht so angenehm und viele haben vielleicht Angst oder ja, Respekt sollte man auf jeden Fall haben. Aber ja, die Angst sollte man echt nicht haben, sonst kann echt schnell was schief gehen. Ja, aber vielleicht ändert sich das ja jetzt mit meinen Tipps, wer weiß. Man sollte zunächst eine kompakte Sitzposition einnehmen. Das Gesäß sollte ziemlich weit hinten sein, um mehr Gewicht auf das Hinterrad zu bringen. Das verbessert enorm die Bremsleistung. Ihr solltet definitiv immer den Unterlenker bei solchen Abfahrten benutzen. Ihr habt viel mehr Kontrolle über das Fahrrad. Ihr solltet außerdem ganz leicht in die Bremshebel kommen. Wenn ihr nicht so leicht an die Bremshebel kommt, dann könnt ihr die auch ganz leicht einstellen. Dazu schaut am besten mal ein Tutorial auf YouTube. Ich habe leider noch keins drüber gemacht, aber ja, da gibt es einige im Internet. Nutzt am besten den ganzen Platz aus, den ihr zur Verfügung habt. Natürlich müsst ihr auch dem Straßenzustand entsprechend fahren. Auch einige Straßenschäden müssen ausgewichen werden. Seht ihr auch teilweise hier in meiner Abfahrt. Und achtet bitte auf andere Verkehrsteilnehmer. Ja, das geht schnell, dass da jemand kommt. Deswegen ist vorausschauendes Fahren ganz wichtig. Ihr solltet nicht wirklich auf euer Vorderrad achten, sondern wirklich vorausschauend. Achtet auf die Linienwahl der Kurven, nehmt die Kurven von außen nach innen. Ich fahre solche Abfahrten wirklich extrem oft. Ich lebe hier in den Alpen. Ich habe, denke ich, ganz gute Erfahrungen, was das angeht, auch wenn ich erst ein Amateur bin und ein bisschen was über ein Jahr Rennrad fahre. Ja, sei in Top-Verfassung, wenn du so etwas machst, weil ein Verbremser beispielsweise und du bist raus. Da waren jetzt Kurven dabei, da fliegst du wirklich hunderte Meter in den Abgrund, wenn du da zu spät bremst oder nicht bei der Sache bist, ne? Deswegen Safety First definitiv. Bei mir sieht das immer so locker flockig aus, aber wie gesagt, ich fahre sowas sehr oft. Ja, ein was gibt es noch, und zwar euer Material. Ihr solltet euch zu jeder Zeit darauf verlassen können, dass alles passt. Die Bremsen sollten passen, es sollte alles angezogen sein, jede Schraube, ja, alles sollte einfach passen. Wie gesagt, es ist nicht so leicht, sondern auch eher ja, gefährlich, sowas runterzufahren. Deswegen, euer Material sollte in Top-Zustand sein. Wir sind wieder im Tal.
Ja, das sah ein bisschen zügig aus jetzt da oben, aber das schaut eigentlich nur so aus, weil es so eng ist da oben. Ja, ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ist jetzt nicht so die perfekte Strecke, um irgendwas zu erklären, weil man recht vielen Sachen ausweichen muss und man nicht direkt die Ideallinie fahren kann. Aber im Groben und Ganzen habt ihr mal gesehen, wie man auch so eine Strecke bewältigt und Spaß dabei hat. Jeder soll so schnell fahren, wie er möchte. Natürlich soll das auch im Rahmen des Möglichen und ja, im gesetzlichen Rahmen bleiben, sage ich mal so. Man sollte auch erwähnen, dass man seinen Luftdruck unbedingt prüft, gerade wenn es so warm ist. Macht auf jeden Fall ein paar weniger drauf oder so, weil wie jetzt zum Beispiel, wir haben 31 Grad, der Asphalt ist richtig warm, hier geht's 14 Kilometer bergab. Prüft euren Luftdruck, schaut, was sagt der Hersteller und was ist maximal, was ihr haben dürft. Und vom Maximalen geht ihr einfach ungefähr ein Bar runter. Und genau, also das sollte man dazu erwähnen, das ist äußerst wichtig. Nicht, dass euch der Reifen platzt und ihr da irgendwo rausschießt. Ja, ich würde sagen, jetzt geht's weiter, wieder Richtung nach Hause und melde mich dann auf dem Weg mal. Tut mir leid, dass ich jetzt nicht so viel gesprochen habe, aber ich hatte die meiste Zeit so eine Fliegeninvasion. Da konnte ich kaum den Mund aufmachen unten am Fluss. Da habe ich noch zwei nette Arbeitskollegen getroffen. Grüße gehen raus. 3 Stunden 23, 78,7 Kilometer und 840 Höhenmeter, aber das kalibriere ich noch über Strava. Aber ich bin fertig, ich hole mir jetzt einen Döner und dann geht es vielleicht sogar schon an den Videoschnitt. Danke fürs Zusehen, ihr habt ein bisschen was hoffentlich gelernt, nehmt ein paar Tipps von mir an. Wenn irgendwas falsch war oder so, schreibt es gerne in die Kommentare, ich bin offen für andere Meinungen. Aber bitte bleibt sachlich, beleidigen und so geht gar nicht. Kommentare werden gelöscht. Einen schönen Tag noch und bis bald. Euer Veit.